Was ist das Must-Have, an dem man im Moment nicht vorbeikommt? Ja, du siehst hohe, bunte Farben auf jeden Fall, also alles sehr farbenvortragend und ja, im Grunde sollte jeder das tragen, wo man sich wohlfühlt. Mein Must-Have ist Petrol. Man muss ganz viel Petrol im Schrank haben. Und Petrol mit Braun kombinieren, das ist super. Die Farbe nicht vergessen, bloß noch kein Schwarz aus dem Schrank holen. Lass die Farben noch ein bisschen da. Das ist so die Frage des Abends, ein Must-Have. Also das Must-Have des Lebens ist auf jeden Fall immer ein Lächeln auf den Lippen zu haben. Okay. Und das ist das schönste Accessoire, was eine Frau haben kann. Der Leo-Print ist ja ganz aktuell. Nicht aus echtem Pelz, auf jeden Fall muss es Fake Fur sein. Und dann kommt auch so ein bisschen so dieser Negligé-Look. Also das, so ein bisschen sieht das immer aus, als würden Frauen einfach, hätten sie verschlafen, würden aufstehen, irgendwas anziehen, auf die Straße gehen. Also ganz lässig, aber sieht eigentlich immer elegant aus. Ein Must-Have. Also für den Herbst habe ich noch nicht vorgesagt, weil ich gerade aus dem Sommerurlaub zurückgekommen bin. Aber ich habe gerade gelesen, geblättert in der Zeitschrift, dass so Metallic-Looks jetzt wieder angesagt sind. Und das finde ich schon, also in so einer, in einer Farbe so leicht metallisch, also das glaube ich, da könnte ich zuschlagen.